Ho, 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 meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch und zu einem Video am Sonntag. So sieht es nämlich aus. Die letzten paar Sonntage habe ich alle. Die letzten drei habe ich keine Videos hochgeladen. Ist ja so ein bisschen am Zappeln, am Ruckeln kann das sein. Warte mal kurz. Monsieur. Was ist hier los? Oh, 160er Ping. Auf Office. Entschuldigung. Okay, ich meine, das ist eh Warm-up. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt schon. Ja, wir gucken mal rein. Das Gelegge ist natürlich ein bisschen nervig. Und ich kenne auch Fälle, in denen Teammates und auch Gegner einen Spieler reporten oder reported haben, weil er geleckt hat. Also nicht Fake-Lag-mäßig, so kurzzeitig, bupp und dann wieder weg, ne, sondern weil er einfach einen schlechten Ping hat. Und da hieß immer fix Ping und dann wurde er reported von allen Seiten. Sowas kann natürlich passieren. Also, ich finde, bis jetzt ist wirklich alles, also auch sowas geht mitunter gut rein, solche Scout, Unscope-Dinger. Da habe ich ein ganzes Deathmatch mal mitgemacht. Oder war es AWP? Ne, es war Scout, ne? Ne, es war AWP, es war AWP. Oh. Tja, das geht aber nicht. Das ist erstens mal etwas, der Zufall wäre zu groß gewesen. Erstens und zweitens, dieser Flick da drauf, das war nicht normal. Das war nicht normal. Ja, schade Schokolade. Ich würde sagen, da ist er eigentlich schon aus dem Rennen raus. Ich hatte gehofft, dass wir hier einen Suspect, dass wir hier einen Legit-Suspect haben. Jetzt messert er auch noch die Geisel kaputt. Das ist ein Frechdachs. Das ist ein richtiger Frechdachs. Fliegt er gleich raus oder was? Gibt es eigentlich auch Fälle, in denen jemand gekickt wird? Kann man die trotzdem sehen, obwohl er gekickt wird? Oder wurde? Wenn er aber im Vorfeld 30.000 Mal reported wurde, sieht man den Fall dann auch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es mal einen Hack gab in dem oder halt eine Möglichkeit gab für Hacker, dass man den Server. Wow, seit wann sind die Geiseln nicht killbar? Früher wurdest du gefistet, wenn du zu viele Geiseln gekillt hast. Geht es nicht mehr? Also bei Source war das auf jeden Fall möglich. Ging das hier noch nie? Ich bin gerade komplett überfragt. Um Gottes Willen. Alter, komm schon! Da gab es Leute, die haben den Server zum Abstürzen gebracht. So kurz, bevor der Server, also bevor das Spiel fertig war, genau am Ende, haben sie den Server zum Abstürzen gebracht. Wow. Und scheinbar hat dann trotzdem der Win gezählt, aber die Reports gingen angeblich, hab das gesehen, er wollte gerade einen 80 machen, die Reports gingen angeblich nicht durch. Das heißt, die Spieler wurden nie geoverwatcht, weil es die Spiele fürs System nicht gab. Also es wurde wohl schnell genug abgebrochen, dass das System das nicht mitbekommen hat, aber langsam genug, dass der Win trotzdem drin stand. So wurde es mir dann mal erklärt. Also wir haben es auch selbst einmal, haben wir es einmal selbst gehabt oder war das? Ne, es war auch in einem Overwatch. Ne, kann ja nicht sein. Haben wir selbst gehabt, natürlich. Ja, wenn die Sachen nicht im Overwatch sind. Das haben wir selbst. Ja, auf Kurbelstein. Da haben wir, war das Wingman? Ne, das war Matchmaking, glaube ich. Ja, das war Matchmaking. Da sind wir oben als T durch, wollten wir auf B gehen, durch Dropper. Also noch die alte Map, nicht dieser neue Kack. Und da wurden wir durch die Wand da oben gefistet. Einfach da durch. Das ist unmöglich eigentlich, ne? Also scheinbar kann man da ein bisschen durchgeben, macht halt nur keiner, weil sich keiner vorstellen kann, dass du so eine meterdicke Wand durchschießen kannst. Ja, okay, das ist eindeutig. Will er uns hier vielleicht auch zeigen? Bitte löscht diesen Account. Ich habe den Account geklaut von jemandem und ich möchte, dass der gebannt wird. Vielleicht. Kann sein. Dann ist aber auf jeden Fall jemand. Alter, das ist ja wirklich mehr als auffällig. Das ist ja. Das ist dieses richtige. Los. Macht mich kaputt, oder? Zu 100%. Gottes Willen. Ja, das war auf Cobble. Das war auf Cobblestone. Wallen war auf jeden Fall mit dabei. Ich. Und dann wird schon schwierig. Es ist bestimmt eineinhalb Jahre her, vielleicht sogar zwei. War in einem Stream. Es war, glaube ich, in einem Stream. Und am Schluss, wir waren bei City, hatten dann verloren. Und ja, dann wurde der Server praktisch gekillt. Und dann wurde mir halt im Nachhinein erzählt, ja, das ist ein Bug, den gerade viele benutzen, oder ein Hack, den viele Hacker in dem Moment benutzt haben. Irgendein Abuse, den sie herausgefunden haben, durch den man halt eben die Server zum Absturz bringen kann. Und jegliche Erfassung zunichte machen kann. Zwar auch nur temporär, also Valve hat das dann scheinbar gefixt irgendwann. Es ist Wahnsinn. Er ist ja wirklich. Ich habe ja schon oft gesagt, wow, der und der hat echt übertrieben, ne? Aber das ist ja überhaupt nicht. Das ist ja, also, klar. Spinbot wäre jetzt mal weggelassen. Spinbot ist eh. Jetzt fängt er auch noch an zu spinnen, oder was? Spinbot ist ja eh immer am Übertreiben.
Aber dieses, ich stelle mich an der Ecke und guck extra nicht zum Feind und bupp, bupp, bupp und gebe ihm. Das hatten wir noch nie. Ja, jetzt ist er noch am Spinbotten. Alles klar. Den können wir wegschalten, den Fickbeutel. Da muss ich auch nicht großartig Fragen stellen. Der kriegt natürlich alles gedrückt, ja. In meiner Overwatch-Zeit und Spielzeit habe ich eben auch diverse Dinge erlebt. Wie gesagt, diesen einen hautnah. Ich weiß nicht, ob Trust damals schon am Start war. Das war natürlich in meinem zweiten Account ein Spiel, ne? Und das ging, das gab dick auf die Nuss. Und in einem Overwatch habe ich mal einen Bomb-Hack oder Bomb-Abuse gesehen. Und zwar wird die Bombe da gelegt und geht sofort hoch. Oder man geht hin und diffused und sie ist sofort diffused. Also innerhalb von noch nicht mal einer Sekunde. Wupp. Das habe ich auch mal, also ist auch in der Overwatch-Playlist irgendwo drin. Bomb-Hack heißt das Video, glaube ich. Ja. Also natürlich habe ich die meisten Sachen im Overwatch erlebt an sich. Also wenn ich mit meinem Main-Account spiele, das wisst ihr ja. Wenn ich Solo-Queue, dann regelt der Trust-Faktor schon gut rein. Aber sobald man eben mit Kumpels queued, beziehungsweise ich auf dem zweiten Account spiele, da ist dann die Gewährleistung auf keinen Fall mehr da, dass da safe Games mehr rumkommen. Wobei ich natürlich auch, um einfach mal den ganzen Leuten, die immer wieder Hacker callen, ein bisschen entgegenzukommen, nicht hundertprozentig wissen kann, ob ich nicht vielleicht doch in jedem Spiel bei mir im Solo-Queue, bei mir im Team oder im Gegnerteam irgendeinen Hacker habe, der Ultra auf Legend spielt. Das kann sein, aber logischerweise gehe ich davon nicht aus, weil ich mir dann da das Spiel madig reden würde, ne? Und da beides nicht zu bestätigen ist, dann nehme ich lieber die Variante, die für mich natürlich angenehmer ist und ich sage, ja, die Spiele laufen gut, ne? Da sind keine Hacker und fertig ist der Lack, dann rege ich mich auch nicht drüber auf. Darüber habe ich ja mal ein ganzes Video gemacht, über die Herangehensweise für sich selbst, wie man am besten mit der ganzen Geschichte klarkommt. Aber klar, wenn du jemanden im Gegnerteam hast, der dich halt ständig durch die Wand killt oder sich dreht, na, dann bin ich, ja, natürlich auch gewillt zu sagen, da stimmt was nicht. Gut, okay, Leute, ich werde den Pisser natürlich, den kann man alles drücken, außer Grief. Also, er hatte auf jeden Fall Other und Aim, hat auch durch die Wände geglotzt, da habe ich gar nicht so großartig drauf geachtet. Aber da ihm bereits hierdurch ein kompletter Bann blüht und hierdurch auch, ist es unwichtig. Ich drücke es ihm jetzt trotzdem, weil er natürlich, ab dem Spinbot. Spinbot ist ja eh immer auch mit Vision Assist, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, Griefing war nichts. Das habe ich jetzt einfach mal jetzt viel für euch live gemacht, weil das war wirklich Quatsch. Okay, gut, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Ich gucke, dass ich jetzt halt über das Jahresende hin die Videos so gut wie möglich am Laufen erhalten kann. Dienstag findet kein Stream statt wegen Weihnachten, ne? Da bin ich nicht da, das wisst ihr schon mal. Ja. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und natürlich vielen, vielen Dank an alle, die in die Streams schauen. Ne? Ciao, ciao.